Hallo und herzlich willkommen, ich bin's wieder, euer Cornel. Wir sind zurück bei Donkey Kong Country Returns und machen weiter direkt in der bissige Bärchen? Okay. Ich habe die ganze Zeit bissige Bierchen gelesen, aber irgendwie konnte das nicht stimmen. Naja, okay. Lassen wir das. Wisst ihr was? Ich hatte gerade heute Morgen, also so gegen Mittag, so 12, gerade heute Morgen gegen Mittag, das ist auch eine sehr gute Angabe. Ich hatte so gegen Mittag, hatte ich meine Balkontür auf, also ich habe ja kein Fenster in meinem Zimmer, ich habe nur eine Balkontür. Und, kann ich hochklettern? Okay. Direkt ein Bonusspiel. Konzentration, denn sonst verliere ich auch nicht das. Ah, das habe ich das letzte Mal schon so gut geschafft. Naja, die Banane hätte ich gerne. Wir konzentrieren uns einfach. Gar nicht viel Tempo reinlegen. Schade, hätte ich die Banane gekriegt, wäre optimal gewesen. Aber an für sich ist es auch egal. Das passiert mir jedes Mal. Ohne Spaß. Ja. Ach, ohne Spaß. Es ist absoluter Wahnsinn. Absoluter Wahnsinn. Lasst mich an den Frieden. Ich würde gerne sterben, wenn es möglich ist. Okay. Das hat mich gerade ein wenig stutzig gemacht, warum das Ding erst aufgeht, wenn ich das wieder loslasse. Aber mit der Ranke passiert ja nichts weiter. Komisch. Naja, egal. Wir wollen jetzt hier auf jeden Fall nochmal ins Bonusspiel. Das passiert mir immer bei diesem Bonusspiel. Ich springe immer so dumm gegen dieses... Ich muss es einfach lassen. Ich muss mir da einfach Zeit lassen. Das ist komplett einfach. Ich muss mir einfach Zeit lassen. So. Zeit lassen. Ganz in Ruhe da hochspringen. Da brauchen wir gar nicht so weit nach links. Können wir einfach stehen lassen. So, sammeln wir hier die Münze ein. Springen wir hier rüber. Lassen uns Zeit. Wir laufen auch gar nicht. Wir lassen uns... Jetzt wird's knapp. Jetzt wird's ein bisschen knapp, aber wir lassen uns Zeit. Komm, locker, 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 flockig. Noch 2 Sekunden 7. Das reicht locker. Meine Güte, bin ich gut. Also, auf jeden Fall hatte ich meine Balkontür auf, als war heute Mittag war es noch richtig, richtig schönes Wetter hier bei mir. Ich weiß nicht, wie es bei euch war. Es ist Sonntag und es war richtig blauer Himmel, richtig schön warm sogar, mittags um 12. Und dann ist ein Vogel auf meinem Balkon geflogen und saß auf der Stange da bei meinem Balkon, so am Geländer. Und der saß da 3, 4 Minuten und ich habe die ganze Zeit hier, ich habe ihn die ganze Zeit voll gerufen, gequatscht, dass er kommen soll und so. Da ist nichts mit, oder? Ich hoffe nicht. Dass er kommen soll und so. Und, was hat der Pisser gemacht? Der hat mich die ganze Zeit ignoriert. Und ich dachte mir so, ja, komm doch. Was ist denn los? Da ist doch gerade der Deckel aufgegangen hier, oder nicht? Sieht doch anders aus. Ist mir auch egal. Hab ich schon irgendwas verpasst? Ich wollte ja mich ein bisschen, ich wollte auf jeden Fall 2 Level diesen Part schaffen. Ich hoffe, das klappt. Und auf jeden Fall, ja. Sag ich, hab ich ihn die ganze 3 Minuten voll geschrien. So von wegen, ey, komm rein, du Pisser, komm, ey, Kollege, Schnürschuh und so. Und was macht er? Nach 4, 5 Minuten fliegt er, kackt er mir auf den Balkon und fliegt dann weg. So ein Affe, wa? Der hat mir einfach auf den Balkon gekackt. Ganz dreist. Der saß da ganz ruhig, hat mir dann auf den Balkon gekackt und dann ist er gegangen. Ich fand das nicht so nett von dem. Wie komme ich da hoch? Hey, wie komme ich denn da oben dran? Wie komme ich denn nach da oben? Ah, okay. Raffiniert, oh. Ja, vielleicht hätte ich mich dann nicht direkt wieder... Vielleicht hätte ich dann nicht direkt wieder in den reinspringen sollen, damit ich vielleicht meine beiden Herzen behalten kann. Denn ich würde ungern dir die gerade verlieren. Am Ende läuft es wahrscheinlich trotzdem darauf hinaus. Könntet ihr vielleicht... Danke. Hier ist nichts, oder? Doch! Ich bin so ein absoluter Held. Dankeschön. Ja, auf jeden Fall hat er mir auf den Balkon gekackt. Ich wollte euch das einfach mal erzählen. Ich dachte, das könnte euch interessieren. Also prinzipiell dachte ich nicht, das interessiert euch, aber ich wollte einfach erzählen, weil... Ich war ein bisschen enttäuscht. Ich dachte, wir wären neue Freunde, ich und der Vogel, weil ich... Weißt du, so ein Vogel als besten Freund, der am besten noch sprechen kann, das wäre voll cool. Das ist ja so ein Taubsi. Ich hätte nicht so gerne einen Pikachu als besten Freund, ich hätte lieber einen Taubsi als besten Freund. Ich meine,
Ich meine, Pikachu ist zwar auch cool, aber mit einem Taubsi oder so, da könntest du eine Kamera ans Beinchen binden und sagen, ey, nein, das sag ich jetzt nicht. Da könntest du, der könnte voll als Spion arbeiten und so, ne? Das ist ja voll cool. Ah, ich hätte gern Taubsi als Freund. Oder halt einfach einen Vogel. Ich habe ja einen Vogel, aber keinen richtigen, ihr versteht schon. Naja. Was ich sonst noch ansprechen wollte in diesem Part, ich hätte gern auch diese zwei Bananen. Wie geht denn das? Das Ding ist doch nach rechts gefahren. Wie kann ich ihn dann... Gab's hier schon ein Speicherschwein? Ich glaube nicht, oder? Ich glaube, hier gab es kein Speicherschwein. Wir spielen bis zum nächsten Speicherschwein und sterben dann und gehen dann zurück oder so. Hier nach dem O kommt doch bestimmt ein Speicherschwein. Okay. Oh, natürlich verliere ich jetzt Diddy. Ey, wie konnte das denn passieren gerade? War ich schon bei einem Speicherschwein? Warum kommt denn hier keins? Da ist doch ein Speicherschwein. Ah, ist das ärgerlich, ey. Ach, da links geht's auch rein. Okay, drei, ja. Wir müssen jetzt sterben, weil... Ja, ich will da ja das Puzzleteil haben. Das bringt ja nichts. Ich habe keine Lust, dann das ganze Level nur wegen einem Bonus nochmal zu machen. Ich hoffe, ich komme da jetzt auch locker flockig zurück. Auf jeden Fall, womit habe ich gerade jetzt meinen Satz beendet? Das O habe ich schon, sehr gut. Habe ich gerade irgendwas angesprochen, was ich jetzt vielleicht wieder nicht auf dem Zettel habe? Ich habe gesagt, dass ich was anderes ansprechen wollte in dem Part. Ja, das stimmt auch. Ich wollte nämlich was anderes ansprechen. Habe ich da schon angefangen anzusprechen? Oder habe ich nochmal was anderes im Kopf gehabt, was ich dann doch nochmal irgendwie... Ich weiß nicht mehr genau, worüber ich gesprochen habe. Ach... Ich wollte mich eigentlich rollen, aber es hat nicht ganz geklappt. Auf jeden Fall wollte ich nochmal die Kommentare ansprechen. Jeder, der bis zum jetzigen Zeitpunkt einen Kommentar geschrieben hat, der hat eventuell was falsch gemacht. Nee, im Großen und Ganzen hat er wahrscheinlich was richtig gemacht, denn... Nein, die meisten, die bis jetzt einen Kommentar geschrieben haben, die haben was falsch gemacht. So, und zwar, ich erzähle es jetzt in dem Donkey Kong Country Returns Part und eventuell, das ist dann für euch eventuell langweilig oder so, aber eventuell werde ich das auch nochmal in einem Mario Kart Wii Part aufnehmen, weil, auf dieses Thema einfach aufgreifen, weil, ja, zum einen Mario Kart Wii von den meisten geguckt wird und es da Sinn macht und vor allen Dingen, weil Mario Kart Wii, weil es von den meisten geguckt wird, dann auch so ein Projekt ist, das, das gut gebrauchen kann. Und zwar geht es um die Kommentare. Ich habe das ja im letzten Part schon mal angesprochen und ich wollte es einfach nur nochmal ausweiten. Ich habe nämlich heute, hat mir nämlich jemand geschrieben, von wegen, ey, Cornel, also er hat geschrieben, hey Cornel, warum wundert... Genau, wenn du so dreist bist, braucht sich der dicke Cornel nicht wundern, wenn ihn so viele deabonnieren oder irgendwie so hat er das geschrieben. Nein. Okay. Irgendwie so hat er das geschrieben und mir als eine private Nachricht. Deswegen wusste ich am Anfang erstmal nicht so ganz genau. Hallo. Deswegen wusste ich am Anfang erstmal nicht ganz so genau. Hallo. Hallo, kannst du dich jetzt mal umschmeißen hier? Ja, wie geht es denn? Wie geht es denn? Willst du mich verarschen? Ja, guck mal! Wie weit soll ich denn da weglaufen? Aber das ist ja nicht schlimm, denn... Die Puzzleteile werden ja alle gespeichert, genau. Deswegen ist es nicht schlimm, dass ich die Mittellinie eingesammelt habe und dann erst zurückgegangen bin, weil das Puzzleteil, wo ich zurückgegangen bin, obwohl ich jetzt die Mittellinie vorher eingesammelt habe, das Puzzleteil bleibt ja gespeichert. Deswegen habe ich ja quasi nichts bis jetzt verpasst. Sehr gut. Das O habe ich auch noch, ja. Okay. Wie ich an diesen Gegnern allerdings vorbeikommen soll, ist mir gerade noch nicht so schlüssig. Hallo. Naja,
Auf jeden Fall hat er mir sowas geschrieben und so, darauf habe ich dann erstmal, geguckt, warum er mir das geschrieben hat. Ich meine, da muss ja irgendein Grund hinterstecken. Also er schreibt es ja nicht ohne Grund. Und diesen Grund habe ich gefunden. Unter meinem Mario Kart, unter meinem Mario, Super Mario 64 Part, hat er einen Kommentar geschrieben. Und zwar ging es in diesem Kommentar darum, dass es einen Todd gibt, der einen Stern verschenkt. Und ich hatte gefragt, boah, wo war denn dieser Todd nochmal? Ich glaube, da geht's hoch. Und dafür brauche ich, da hinten ist auch ein Puzzleteil. Da hatte ich dann gefragt, wo dieser, natürlich springe ich ins Loch. Jetzt fange ich schon an wie Wollo. Okay. Dann habe ich gefragt, warum, also ich habe in dem SM64-Part dann gesagt, ja, scheiße, wo ist denn hier der Todd? Ich glaube, da gab es irgendeinen, der mir einen Stern schenkt. Und daraufhin hat er dann geantwortet, von wegen, oder er hat einen Kommentar geschrieben. Ja, ich weiß nicht, ich glaube, es gibt so einen Todd, ich weiß nicht mehr, wo der ist, habe ich nur bei Wollo gesehen. Irgendwie so hat er es geschrieben. So, und das Ding ist einfach, ich habe den Todd in dem Part noch gefunden. Wahrscheinlich ein paar Minuten später, nachdem ich das gesagt habe. So, jetzt ist der Punkt einfach, dann habe ich geantwortet, wenn du das Video zu Ende gesehen hast, dann wirst du gemerkt haben, dass ich den Todd gefunden habe. Am besten ist es, es würde sehr mehr Sinn machen, wenn du deinen Kommentar nach dem Video schreiben würdest. So. Das hat er wohl dann negativ aufgefasst, als ich das gesagt habe. Was ich durchaus verstehen kann, denn es war ja auch negativ, weil es hat mich gestört. Ich meine, es ist, denke ich mal, nicht zu viel verlangt, so ein Video. Ja, es war klar, dass hier ein Puzzleteil ist. So, jetzt ist die Frage, wie komme ich an das Puzzleteil dahin? Wahrscheinlich muss ich... Ah, ja, ich weiß schon. Ja, ja. Nein, noch. Ich wollte so gerne Diddy Kong behalten. Ja, okay, jetzt muss ich warten, bis der hier rüberkommt. Mach ich... Ich puste den Typen an. Ich bin so gut, ey. Nein! Ach, meine Fresse, ey. Ja, und auf jeden Fall hat er... Ja, spring nicht, Donkey Kong. Bin ich gegen irgendeine Decke gesprungen oder so? Auf jeden Fall hat er das wohl negativ aufgefasst, dass ich ihm so geantwortet habe, ein wenig böse oder so. Und hat mir deswegen unterstellt, dass ich dreist bin. Ist ja auch in Ordnung. Vielleicht war es auch dreist von mir. Naja, dreist nicht, aber es war natürlich keine Antwort auf das Kommentar, wo ich freudestrahlend war. Aber, das ist genau der Punkt. Also es ist ja wirklich nett, wenn ihr Kommentare schreibt. So, da freue ich mich, prinzipiell über fast jeden Kommentar. Aber es ist einfach, es macht mehr Sinn, wenn ihr einen Kommentar auch nur schreibt, wenn ihr wirklich irgendwas Sinniges oder irgendwas sagen wollt. So ein Kommentar, der 2 Minuten nach dem Hochladen kommt, in dem es dann heißt, cooler Part, der bringt mir nichts. Ja, dann habe ich zwar einen Kommentar unterm Video und am Ende habe ich dann 15 Kommentare und das sieht voll gut aus, aber im Prinzip, das bringt mir halt nichts, ja. Das ist, ich werde diese Kommentare, die werte ich auch nicht als nett oder als, die bringen mir nichts, ja. Ah, schade. Also, oh, ist ja noch ausgegangen. Das habe ich nicht gesehen. Es ist jetzt nicht so, dass wenn ihr mir so einen Kommentar schreibt, cooler Part, dass ihr dann auf meiner Liste voll weit oben steht, weil ihr mir einen Kommentar geschrieben habt. Ich weiß nicht, ob das der Sinn dahinter ist oder so. Ich weiß es nicht so genau. Auch wenn ihr erster Kommentare schreibt, da, wenn ihr das macht, dann seid ihr... Dann kommt ihr höchstens auf die Liste von den Leuten, die ich nirgendwo... die ich überall vernachlässigen werde. Auch solche Kommentare wie cooler Part oder yeah, neues Video oder was weiß ich nicht. Das sind Kommentare, wenn ihr die schreibt, dann das stört mich nicht. Ich lese sie dann halt und dann ist gut. Aber wenn dann solche Sachen wie Roostervergabe oder so ist, dann kommen andere Leute ins Rooster. Und nicht die, die erster schreiben und nicht die, die toller Part schreiben. Wenn ihr hinterher... Es ist ja nichts dagegen einzuwenden, wenn ihr mir sagen wollt, dass es ein toller Part war. Ja, da habe ich auch gar nichts gegen. Da freue ich mich drüber. Aber... Ja,
so so bringt es halt einfach nichts. Schreibt nicht einen Kommentar, weil ihr einen Kommentar schreiben wollt. Schreibt nur einen Kommentar, wenn ihr auch irgendwie Bock habt oder was zu sagen habt, weil sonst bringt es einfach nichts. Das bringt niemandem was. Also es ist wirklich so. Ich kann das nicht nachvollziehen. Tut mir leid. Es geht nicht. Nee. Kann ich einfach dann nicht so... Es ist dann auch nichts, was euch irgendwie... Ich meine, ich... Ja. Es ist mir egal, ob der Kommentar als erster oder als 15. kommt. Wenn der 15. Kommentar ein total geiler Kommentar ist, wo viel das Video wiedergegeben wird oder so, oder wo... Ach so, ich muss pusten. Oder was? Ja, okay. Wo übers Video geredet wird und so weiter und so fort. Dann ist es ein Kommentar und dann ist es auch ein Name, den ich mir merke, im guten Verhältnis. Wenn ihr immer als erster einen Kommentar schreibt, aber immer nur schreibt toller Part, dann werde ich euren Namen nicht als gut in meinem Kopf abspeichern. Deswegen, kackt darauf, wer zuerst einen Kommentar schreibt. Kackt darauf, wer die meisten Kommentare schreibt. Wichtig ist, schreibt nur einen Kommentar, wenn ihr auch wirklich was sagen wollt. Und ihr könnt mich natürlich loben, aber macht es, nachdem ihr das Video geguckt habt. Und wenn ich in einem Video rätsel oder so, wie zum Beispiel, wo ist denn dieser Todd? Dann ist es natürlich nett, wenn ihr dann denkt, okay, ich schreibe irgendwas dazu. Aber das war zum einen nicht hilfreich, was dieserjenige geschrieben hat, und zum anderen, 5 Minuten später habe ich den Todd gefunden. Dann schreibt euch das in die Kommentarbox und guckt weiter. Und wenn ihr seht, oh, der hat ihn doch gefunden, könnt ihr das wieder löschen. Oder ihr schreibt dazu, ah, hast du ja doch gefunden. Oder ihr schreibt sonst irgendwas. Wenn ich... Die besten Kommentare sind Kommentare, wo man merkt, dass das Video geguckt wurde. Und wenn ihr solche Kommentare schreibt, dann seid ihr bei jedem Let's Player im Gedächtnis. Und dann habt ihr auch bei Community-Sachen sehr viele Chancen. Das war's, wir machen jetzt hier Schluss. Ich bin euer Cornel, tschüss und bis bald. Ach so, ich nehme ja gar nicht mit DxTory auf. Ich drück schon hier auf meine Aufnehmtaste. Tschüss.